really wanna be in LA. Schlimm, ne? Oh. Moin moin und hallo, herzlich willkommen zur großen E3-Sonderausgabe von Game 2. Ich befinde mich hier gerade live in Los Angeles auf dem berühmten Walk of Fame und selbst hier in der Stadt der Engel ist zu spüren. In dieser Woche dreht sich alles nur um ein Thema und das sind Videospiele. Ich bin auf jeden Fall... Hey my friend, do you want to take a picture with Spider-Man? Ich will kein Bild mit Spider-Man, komm, hau ab. Die diesjährige E3 beginnt mit dem Summer Games Fest, gehostet von Geoff Keighley. Das Ganze findet leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, aber ich habe mein Tablet dabei, ich bin vorbereitet. Ich schalte mich jetzt rein, guck mir das ein. Ich bin gespannt. Just $20. Guck mir das an! Okay, auch wenn mir die nervige Spinne aus der Nachbarschaft etwas an der Backe geklebt hat, mitbekommen habe ich trotzdem ein bisschen was. Zum Beispiel, dass es mit Tiny Tinas Wonderlands losging. Das wird ein Borderlands-Spin-Off, das sich spielerisch wohl am bekannten Prinzip der Reihe bedient, mit vielen Fantasy-Einflüssen wie Drachen, Skeletten und Magie, aber auch neue Akzente setzt. Wer Bock auf einen Loot-Shooter hat, kann da durchaus ein Auge drauf werfen. Weiter ging es nach einem kurzen Ausflug zu Metal Slug Tactics, dann mit Hideo Kojima. Der hat nämlich einen Director's Cut zu Death Stranding für die PlayStation 5 angekündigt. Bis auf ein paar starke Metal Gear-Anspielungen und die vielleicht etwas aufgehübschte Grafik gab es aber noch nicht viel zu sehen. Mehr Handfestes gab es dafür zu einem neuen Two-Point-Spiel. Das trägt den Beinamen Campus und lässt euch, naja, euer eigenes Campusgelände aus dem Boden stampfen. Verrät der Name ja schon. Für mich war das aber schon eines der Highlights, weil vieles vom Rest weder überraschend, originell, bombastisch oder irgendwas war. Ja klar, die Ankündigung von Jurassic World Evolution 2 samt Render-Trailer ist nett und ein paar neue Einblicke in Spiele wie Chicory, A Colorful Tale oder Solar Ash sind auch was. Aber einfach nur den zum Event-Zeitpunkt schon eine Woche alten Launch-Trailer zu Chivalry 2 zu zeigen oder einen Mini-Teaser für einen neuen Valorant-Agenten als was Cooles zu verkaufen, das finde ich schon etwas ermüdend. Und weil eine neue Map für Escape from Tarkov, ein Smite Stranger Things Crossover oder eine Among Us-Road mit mich jetzt auch nicht vom Hocker hauen. Hey, what about a picture? Ich will kein Bild, verdammt, jetzt hau ab. Oh, was eine langweilige Veranstaltung. Ey, Spider-Man, Spider-Man. Ja, komm her, komm her. Oh, you want a picture now? Nein, ich will kein Bild, aber du bist doch saugut in Technik, oder? Technology, ja. Yeah. Ja, kannst du mich in die Veranstaltung reinhacken? Das ist nämlich saulame, ich müsste echt mal ein bisschen Feuer machen. Ja, yeah, ja, yeah, sure, I can. Geil, hier. Here you go. Geil. Okay, wow. That was awesome. But before we come to our next game, I have a very special announcement to make. We are... Geoff? Hey, hey Geoff! So, first of all, my name is Jeff. And who the fuck are you and what are you doing in my presentation? Wer ich bin, ist doch scheißegal. Was bei dir los ist, ist die Frage. Sag mal, hast du nicht mal irgendwas richtig Geiles? Yeah, sure. You want something really cool? Ja. Okay, then get ready. Na gut, dass mit der Ankündigung des neuen Publishers Prime Matter ein neues Painkiller und eine ganze Reihe anderer Spiele angeteased wurden, hat mich echt gefreut. Aber dazu erfahren wir demnächst bestimmt noch genaueres. Deshalb machen wir jetzt mal weiter im Text. Mit The Anacrusis wurde nämlich eine komplett neue IP für Xbox und PC angekündigt. Das Ganze versprüht vom Look her starke Portal- oder Team Fortress-Vibes und mutet auf den ersten Blick wie ein weiterer Left 4 Dead-Verschnitt an. Und auch wenn die Gegneranimation noch nicht so richtig rund aussahen, kann so ein Koop-Spiel doch immer für eine launige Runde zwischendurch gut sein. Mehr wissen wir dann im Herbst, wenn es rauskommt. Eine weitere Neuankündigung war Vampire The Masquerade Blood Hunt. Ja, ich weiß, viele wünschten sich eher was Neues zum Release von Bloodlines 2. Blood Hunt wird aber ein ganz anderes Spiel. In dem zieht ihr nämlich in blutige Battle Royale-Schlachten, von dem man im Trailer aber noch nicht allzu viel gesehen hat. Mit Vampirkräften könnte sowas aber ganz witzig werden. Wer jetzt glaubt, dass es die ganze Zeit so weiterging, hat sich leider geirrt. Highlights wie ein Fast and the Furious Rocket League Crossover hauen mich genauso wenig vom Hocker wie ein neuer Genshin Impact Charakter oder, noch besser, ein Redesign für Overwatch 2.
Ja, das ist alles eher so semi-interessant. Deswegen war ich echt happy, dass es noch ein paar Singleplayer-Spiele zu sehen gab. Zum Beispiel das charmante Planet of Lana, ein paar Eindrücke zum neuen Ableger der Dark Pictures-Reihe mit dem Namen House of Ashes und ein paar Szenen zu Spielen wie dem Action-Rollenspiel Tales of Arise oder dem stimmungsvollen Sky La Petite Prince. Um das an dieser Stelle also einfach mal abzukürzen, es gab eine ganze Menge Ankündigungen und Namen, so richtig gekracht hat aber das wenigste. Da helfen auch neue Trailer zu Back 4 Blood oder dem Evil Dead Spiel nichts. Ja, oder würdest du das etwa anders sehen? Komm jetzt, sei mal ehrlich. Okay, okay, calm down, calm down, calm down. We have Dungeons & Dragons Dark Alliance. We have Monster Hunter Stories 2 Wings of Rune. And there's even more. We have Tunic, we have Endless Dungeon and Alter, Tribes jetzt laber mich doch nicht mit irgend so einem Kram voll. Ich will mal was richtig, richtig Fettes. Also, du hast jetzt noch eine Chance. Zeig mir was. Okay, we have one real big thing. Get ready. Na also, es geht doch. Elden Ring, das ist mal ein fetter Brummer. Zugegeben, die gezeigten Szenen sind jetzt nicht die schönsten der Welt, aber A ist das bei einem From-Software-Spiel auch nicht das schlagende Verkaufsargument und B ist es endlich mal Gameplay zu Elden Ring. Neben einer richtig schönen morbiden Stimmung gab es ein paar schick inszenierte Kämpfe, Drachen und sogar was zum Reiten zu sehen. Das wäre ja mal was komplett Neues. Und das Allerbeste, einen Release-Termin gab es auch noch. Am 21. Januar 2022 ist es soweit. Dann war auch Schluss, für mich also Zeit, ein Fazit zu ziehen. Das war das Summer Game Fest 2021 und ich weiß nicht, ob es eventuell an meiner zu hohen Erwartungshaltung lag oder ob ich einfach ein alter, verbitterter Mann geworden bin. Diese Veranstaltung hat mich leider ja, mit einer Art verbitterten Langeweile zurückgelassen. Es gab einige kleine, feine Sachen zu sehen, aber es gab nur einen richtig großen Kracher. Das war Elden Ring und wenn man damit rausgeschmissen wird, dann fühlt sich das natürlich direkt danach erstmal gut an. Aber das konnte auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es zwar viel, aber nicht viel Gutes gab. Ich meine, was wurde da gezeigt? Jetzt, do you want a picture now? Komm, komm, beide, wir machen ein Foto. Komm, wir machen jetzt ein Foto. So nice hier, ohne Shit. So eine Scheiße, ganz ehrlich. Das sieht ja wirklich so aus, als würde Microsoft abliefern. Das schaue ich mir mal genauer an. Los ging's dieses Jahr allerdings mit Bethesda-Dude Todd Howard. Macht ja auch Sinn. Schließlich hat Microsoft den Konzern dieses Jahr eingekauft. Da kann man schon mal direkt zu Beginn mit dem neuen Bethesda-Weltraum-RPG Starfield flexen. Es gab zwar nur einen vorgerenderten Trailer zu sehen, aber dafür auch diese beiden wichtigen Infos. Erstens, Starfield soll am 11.11.2022 erscheinen und zweitens, ausschließlich für Xbox Series und PC. Das ist mal eine Ansage. Gameplay wurde dann endlich bei Stalker 2 Heart of Chernobyl gezeigt. Und das sah auch ziemlich geil aus. Vor allem dank der scharfen Schatten und des Raytracings. Ob das auch so auf der Series X läuft, hat der Trailer aber leider nicht verraten. Contraband war eine Neuankündigung von den Just Cause Studios und soll ein Xbox-exklusives Open-World-Koop-Abenteuer werden. Aber weil es hierzu kaum Infos und auch keinen Termin gab, war das kein Grund zum Ausrasten. Die Gameplay-Premiere von Battlefield 2042 bot dann schon eher Anlass dazu. Und was es da alles gab. Hubschrauber gegen Hubschrauber, Panzer gegen Jeeps, Infanterie gegen Jet und die ganze Zeit tobt ein fetter Sandsturm rund ums Schlachtfeld. An Action und kreativem Einsatz von Kriegsgerät wird's ganz sicher nicht fehlen. Ordentlich geknallt hat's aber auch im Hause Halo. Dessen neuer Multiplayer wird überraschenderweise komplett free-to-play, also auch ohne Game Pass. Optisch sah das Ganze jetzt endlich richtig ordentlich und nach einer Menge Fun aus, in dem man sich noch Ende diesen Jahres stürzen können soll.
auch alle Geschwindigkeitsverrückten, wurden mit neuem Futter in Form von Forza Horizon 5 angeheizt. Ab dem 9. November finden die richtig fette Grafik und auch ein paar Extra-Features im neuen Mexiko-Setting. Mit Event Lab könnt ihr eigene Rennen und Minispiele erschaffen und ein neues KI-System bringt euch mit Spielerinnen und Spielern mit ähnlichen Interessen zusammen. Anderes Transportmittel, ähnlich nicer Look. Wie gut sah bitte das Gameplay vom Flight Simulator aus, das auf der Xbox Series X aufgenommen wurde? Richtig Bock habe ich aber auch auf ein paar andere Neulinge im Microsoft-Universum. Gangbeasts? Verzeihung, ich meine natürlich Party Animals. Solche Couch-Party-Dinger mit bobbligen Knuffeltieren kriegen mich immer. Genauso wie die Ankündigung der Slime Rancher-Fortsetzung. Das hat ebenfalls wobblige Schleimdinger und treibt den Knuffigkeitsfaktor auf die Spitze. Ebenfalls interessant war Somerville oder Somerville, wie auch immer man das ausspricht. Nicer Look kommt 2022, mehr wissen wir aber auch noch nicht. Replaced hat mich direkt mit seinem Artstyle gecatcht und auch die Ankündigung zur A Plague's Tale-Fortsetzung namens Requiem hebt meine Laune sehr. Die soll nämlich das Abenteuer der Geschwister 2022 fortsetzen. Exklusiv wird das aber nicht. Genauso wenig wie Far... Hey, hast du den neuen Trailer zu Far Cry 6 gesehen? Absolut krass. Giancarlo Esposito liefert wieder so richtig Breaking Bad Style ab. Und das Gameplay sieht auch funny aus. Explosion, fette Knarren, Action pur. Hype Train, sag ich, Hype Train. Far Cry ist immer derselbe Quark. Ob das am 7. Oktober rauskommt oder in L.A. eine fucking Palme umfällt, ist mir beides egal. Nee, ich finde, insgesamt muss man die Kirche schon im Dorf lassen. Xbox hat zwar eine dicke Show abgeliefert, aber es war jetzt auch kein Meisterwerk. Eine Menge Spiele waren nur vertreten, um noch einen weiteren Trailer zu zeigen, wie Far Cry zum Beispiel. Andere hauptsächlich, um ein Release-Datum rauszuposaunen. 12 Minutes erscheint zum Beispiel am 19. August sogar Xbox-exklusiv. Psychonauts 2 kommt 6 Jahre nach Ankündigung endlich am 25. August. Das Diablo 2 Remaster am 23. September und Age of Empires 4 am 28. Oktober. Und wenig aussagekräftige Render-Trailer gab's auch, wie zu The Outer Worlds 2. Da wurde nur gesagt, dass es kommt und sonst nichts. Dabei war der Trailer aber zumindest erfrischend ehrlich. Because the developers haven't finished the design. Or finished the story. Or finished any gameplay that's actually ready to show. Oder Redfall, eine neue Xbox-exklusive Open-World-Koop-Ballerei vom Dishonored-Studio. Nett, aber ohne Gameplay kann ich das nur emotionslos zur Kenntnis nehmen. Tja, und dann habe ich auch noch einiges vermisst. Die Kampagne von Halo Infinite wurde nicht mal richtig gezeigt. Perfect Dark, Hellblade 2, Avowed oder Everwild, naja. Aber insgesamt wurde halt schon viel Gameplay präsentiert. Da kann man sich nicht beschweren. Und Exklusivtitel wurden auch einige aufgefahren. Ganz zu schweigen davon, dass die knapp 90 Minuten mit 30 Spielen auch echt pickepacke voll waren. Ich habe euch ja nur eine Auswahl gezeigt. Im Vergleich zu den letzten Jahren war diese Show hier, ich muss es zugeben, schon echt gut. Und was da so alles ab Tag 1 im Game Pass sein wird? Halo Infinite, Age of Empires 4 und Forza Horizon 5 natürlich, aber auch Back 4 Blood oder Stalker 2 oder Contraband oder... Ey! Welche Spiele sind noch mal ab Tag 1 im Game Pass drin? Achso, alle außer Diablo 2, Far Cry 6 und Battlefield 2042. Alle außer Diablo, Far Cry und Battlefield? Ja, genau. Ach Leute, ich liebe den California Way of Life. Ey, ohne Scheiß, ne? So einen geilen Shit, den kriegst du in Deutschland gar nicht, Mann. Das ist der Hammer. Damn, die Nintendo Direct geht gleich los. See you later, boys. Ey, Trantmann, jetzt mach doch nicht so einen Stress. Wir sind doch nicht in Deutschland. Nee, in Amerika.
Hey Leute, der Trant hier live aus LA und ich bin gerade auf dem Weg zur Nintendo E3 PK. Ich bin sehr gespannt. Hey, watch out! This is LA! I'm sorry, fellow skater girl. Echt crazy Leute hier in Venice Beach. Hallo, bin ich hier richtig bei Nintendo? Zeigen Sie heute die Switch Pro? Weil da gab es ja schon voll viele Gerüchte. Achso, Sie sind schon dabei. Ich setze mich einfach hier hin, lassen Sie sich nicht stören. Okay, war vielleicht ein bisschen naiv zu glauben, dass die mit neuer Hardware starten. Schließlich war schon vorher klar, dass sich die Show ausschließlich um Software drehen wird. Aber man wird ja wohl noch hoffen. Moment, ist das Ganondorf? Zeigen die etwa gleich zum Start was von Zelda? Ach nee, haha, Nintendo, diese Schlawiner führen wieder alle aufs Glatteis, zeigen erst Ganondorf, stellen dann aber Kazuya von Tekken als neuen Charakter für Super Smash Bros. Ultimate vor. Super lustig. Und dann zeigen sie auch noch jeden einzelnen seiner Moves mitsamt Namen. Na klar, für so aufregenden Content kann man von den geplanten 40 schon mal 6 Minuten verbraten. Aber mal im Ernst, Nintendos Show hat echt sehr schnarchig begonnen. Denn auch nach dem viel zu langen Kazuya-Part kam erstmal nur mittelspannendes Zeug. Zum Beispiel die Info, dass Life is Strange True Colors am 10. September auch für die Switch kommt und Marvel's Guardians of the Galaxy am 26. Oktober. Denn weil die Nintendo Direct quasi die letzte große Show dieser E3 war, hat man diese beiden Titel schon 4 Tage vorher bei Square Enix gesehen. Kuro erzählt dazu später noch mehr. Tja, und Worms Rumble, Astria Ascending und Two Point Campus waren dann auch keine Titel, die die Massen zu Begeisterungsstürmen hinreißen konnten. Würde ich jetzt einfach mal ganz frech behaupten. Die nächsten zwei Titel waren dann zumindest ein bisschen spannender, schon allein, weil man von denen vorher nichts wusste. Einmal die affige Rumkugelei Super Monkey Ball Banana Mania, eine HD-Remaster-Kollektion bestehend aus Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 und Super Monkey Ball Deluxe mit insgesamt über 300 Levels. Und zweitens Mario Party Superstars, ein neuer Mario Party-Teil mit 5 klassischen Spielbrettern aus der N64-Ära und mit 100 Minispieldisziplinen. Ja, ganz cool. Wobei, wenn man es genau nimmt, ist das ja auch wieder nur eine Zweitverwertung alter Inhalte. Hey, Sie, das war ja jetzt nur semi-spannend. Wollen Sie nicht mal die Switch Pro zeigen? Tun Sie doch nicht so, als gäbe es keine. Ich weiß, dass Sie schon längst eine zu Hause haben und damit zocken. Geben Sie es doch zu! Ja, ich war hartnäckig in meinem Glauben, doch es half nichts. Auch jetzt wurde keine neue Switch enthüllt. Aber dafür ein Spiel, das durchaus Highlight-Qualitäten hatte. Metroid Dread. Wahnsinn, nach jahrelanger Dürre endlich mal wieder neues Futter für die hungernden Metroid-Fans. Dread schließt an die Ereignisse des 2002 erschienenen Metroid Fusion an und gilt damit offiziell als 5. Teil der Reihe. Samus Aran muss auf dem Planeten ZDR wieder X-Parasiten jagen und bekommt dabei mit mächtigen Wachrobotern namens Emmy zu tun, also EMMI, die quasi immun gegen Samus-Waffen sind. Deswegen hat Samus bei einer Konfrontation nur 3 Optionen: Verstecken, Tarnen oder Fliehen. Aber keine Angst, diese Stealth-Passagen machen nur einen Teil von Metroid Dread aus. Der Rest besteht wie gewohnt aus Erkundung, Equipmentsuche und Bossfights. Zur 3D-Grafik kann man geteilter Meinung sein. Manch einer empfindet die nämlich als zu sauber und zu klinisch, was ich nicht mal abstreiten will. Aber ich finde den Look eigentlich ganz erfrischend. Nach dieser gelungenen Überraschung ging es aber leider wieder bergab mit dem Adrenalinpegel. Zumindest würde ich Just Dance 2022, den Arcade Racer Cruisin' Blast und das 1,5 Jahre alte Dragon Ball Z Kakarot nicht zwingend als krasse E3-Überraschung bezeichnen. Ebenso wenig wie Mario Golf Super Rush und Monster Hunter Stories 2. Nicht falsch verstehen, gerade die letzten beiden werden sicher geile Games, aber die kannten wir doch schon. Und die erscheinen auch schon ganz bald. Müssen die in einer 40-minütigen Direct echt nochmal Zeit eingeräumt bekommen? Und derlei Überflüssigkeiten gab es leider noch viel mehr. Aber wisst ihr was, die skippe ich jetzt einfach mal und springe zu den wenigen noch halbwegs interessanten Themen. Eins davon ist ein neues WarioWare mit dem Untertitel Get It Together. Beinhaltet 200 Mikrogames, kann kooperativ gespielt werden und erscheint am 10. September. Sieht echt lustig aus, aber den Preis von 50 Euro finde ich ein bisschen drüber. Dann gab es noch erstes Gameplay zu Shin Megami Tensei 5, was vor allem JRPG-Fans mit einem Hang zur Monstersammelei gefreut hat. Ebenfalls eine Überraschung war Project Zero, Priesterin des Schwarzen Wassers. Auch wenn es sich bei der gruseligen Geisterknipserei wieder mal nur um eine Wii U-Portierung handelt.
Und Advance Wars 1 und 2 Reboot Camp konnte auch ein bisschen Applaus einfahren. Aber ich sag's ganz ehrlich, nicht von mir. Ich kann einfach nicht ausrasten wegen eines HD Reimaginings zweier oller Game Boy Advance Spiele, für die mir Nintendo 60 Euro aus der Tasche ziehen will. Wenn sie doch genauso gut auch ein neues Advance Wars hätten bauen können. Warum machen die das immer? Ach, wissen Sie was? Ich gebe es auf. Ich gehe zu Ihrem Kollegen darüber, der ist bestimmt cooler als Sie. Breath of the Wild の 100 年前を舞台にした。Hey, sind Sie nicht der Herr Zelda? Dann haben Sie bestimmt auch was zu Zelda Breath of the Wild 2 dabei. Macht das Ihnen was aus, wenn ich mich hier hinsetze und Sie von hinten mit meinen fordernden Fanboy-Blicken durchbohre? Obwohl meine Blicke wirklich sehr fordernd waren, konnte sich Herr Zelda, oder wie er eigentlich heißt, Herr Eiji Aonuma, anfangs gut gegen mich verteidigen. Zuerst wich er auf das olle Hyrule Warriors aus, für das wohl bald die Welle 1 des Erweiterungspasses startet. Und danach blubberte er noch irgendwas vom Zelda Skyward Sword HD Remaster, obwohl das doch eh schon im Juli erscheint. Hm, er ist stärker als ich dachte, sagte ich zu mir und schaute doppelt so fordernd wie zuvor. Ich musste sein Abwehrschild knacken, koste es, was es wolle. Doch dann zog Herr Aonuma ein Ass aus dem Ärmel, beziehungsweise aus seiner Hemdtasche. Ein Legend of Zelda Game & Watch Spiel für 70 Euro, auf dem man die ganzen 8-Bit-Zelda spielen kann, anlässlich zum 35. Jubiläum. Ich gebe zu, ich war beeindruckt von so viel Willenskraft und Gerissenheit. Und mir wurde klar, wenn ich diesem Mann einen Breath of the Wild 2 Trailer entlocken will, muss ich bis ans Äußerste gehen. Und das tat ich auch. Mit meinem ultra-extrem fordernden Blick 7000. Das war zu viel für Herrn Aonuma. Ich siegte, er verlor. Und so rückte er endlich diesen verdammten Trailer raus. Hat sich der Kampf gelohnt? Ich finde schon. Der Trailer war zwar recht kurz und ein konkretes Release-Datum gibt's auch noch nicht, aber die gezeigten Szenen waren einfach cool. Es gab epische Panoramen, originelle Gegner, kreative Physikspielereien, magisches Felsdurchdringungswasser und auch ein bisschen Finsternis. Macht Bock, reicht mir erstmal. Und darum bin ich gewillt, dieser Nintendo Direct, trotz der ganzen Lückenfüller, Zweitverwurstung und der Switch Pro Abwesenheit, noch das Prädikat solide zu verleihen. Ja, wir befinden uns jetzt in Los Angeles vor dem legendären Convention Center und da drin gibt's jetzt jede Menge geile Präsentationen. Goro, was schauen wir uns denn jetzt an? Das ist eine gute Frage. Also wir haben Square Enix, Capcom. Ja, PC Gaming Show. Aha. Und Take-Two, das ja. Lassen wir ja weg. Mhm. Ja, und Koch Media. Ja, und mit Koch Media geht's jetzt auch los. Hinter dieser Tür soll das Ganze stattfinden und wir sind gespannt, was sie uns wohl zeigen werden. Mit Prime Matter hat Koch Media ein neues Games-Label ins Leben gerufen. Eine, Zitat, neue Heimat für Premium-Spiele. Diese Premium-Spiele wurden im Koch Primetime-Stream auch vorgestellt. Allerdings hätte man den verantwortlichen Personen dieser fast zweistündigen Show ruhig mal erzählen können, dass Trailer und Gameplay-Material in so einem Rahmen nicht unwichtig sind. Stattdessen fühlte sich dieser Stream wie ein zweistündiger Podcast an. Community-Idee. We have our own beer brand. We recently released... Interessant, oder? Ja, aber ihr zeigt auch noch die Spiele, oder? Spiel? Ja, klar, ja. Kingdom Come Deliverance kommt nämlich für die Switch. Und deswegen gibt es die Original Kingdom Come Deliverance Seife. Ihr habt richtig gehört, wie geil ist das, oder? Meme! So, guckt's euch an. And now one of the latest projects is the Kingdom Come Deliverance Soap Bar, which should give you the real medieval smell. Die Seife! Wow. Ein paar interessante Games gab's dann aber schon noch. Zum Beispiel Scars Above von Mad Head Games. Die gezeigten Spielszenen weckten den Eindruck, als würde Space Lara Croft auf einem fremden Planeten gegen schaurige Aliens kämpfen. Durchaus interessant und stimmungsvoll. Geht doch. Ankündigungen gab es in den knapp 2 Stunden ja durchaus. Es wird ein neues Painkiller geben. Payday 3 soll 2023 erscheinen. Und The Last Ori Crew, das Mittelalter-Rollenspiel mit Sci-Fi-Einschlag und das ambitionierte Action-Adventures Echoes of the End, lassen zumindest auf dem Papier aufhorchen. Denn richtige Eindrücke gab es im Stream dazu nicht. Es gibt also nichts zu Painkiller oder Payday 3 zu sehen? Nee, aber... Oh, wir haben frisches Obst. Komm, möchtest du nicht etwas frisches Obst? Klar, also... Klar? Danke. Immer gerne. Pack mal ein. Ja,
die Ananas auch. Mach's mit. Ach, die Ananas, nimm die Ananas. Okay. Und dann schreibt ihr gut über unsere Spiele, ne? Was wir alles haben. Hier die Seife. Erwähn die Seife. Seife. Okay. Colin, was steht denn als nächstes an? Jetzt geht's zu hier, Ubisoft. Naja, immerhin konnte man sich auf die in den letzten Jahren verlassen. D'accord. Habt ihr Bock auf eine Show extraordinär? Jawohl. Dann macht euch bereit für Rainbow Six Extraction. Oh. Ja, der große Knaller war Rainbow Six Extraction als Opener leider nicht. Aber akzeptiert ihr den Gedanken, dass die Rainbow Six-Reihe wahrscheinlich nie wieder das wird, was sie einmal war, könnte Extraction ein strategischer und unterhaltsamer Left 4 Dead Clone werden. Nach einem kurzen Abstecher zu Rocksmith ging's weiter mit Riders Republic. Das ist eine Quasi-Fortsetzung von Steep. Nur scheint man Steep eine fette Ladung Energy direkt ins Herz gespritzt zu haben. Der YOLO-Lifestyle, den der Trailer versprühte, ist etwas drüber. Das Funsportspiel dahinter könnte trotzdem eine witzige Gaudi werden. Das ist ja alles schön und gut, aber habt ihr auch eine große Neuankündigung auf Lager? Oui, oui, bien sûr, sogar deux. Gleich zwei, hat er gesagt. Was dann kam, war vielleicht nicht das Kaliber, was wir uns gewünscht hätten, aber zumindest war es neu. Mario und Rabbids Sparks of Hope führt den abgefahrenen Crossover zwischen den Rabbids und Super Mario im nächsten Jahr fort, erneut exklusiv auf der Switch. Thematisch begibt sich das Spiel in Super Mario Galaxy Sphären. Es gibt einen neuen Bösewicht, aber auch neue Verbündete, wie Rabbit Rosalina. Das taktische Gameplay wird actionorientierter, soll aber sowohl Neulinge als auch Veteranen gleichermaßen unterhalten. Also zumindest, wenn man sich damit anfreunden kann, dass Mario nach wie vor mit Knarren rumfuchtelt. Und dann war da noch Avatar Frontiers of Pandora. Dass Ubisoft massive an einer Videospielumsetzung zu James Camerons Avatar arbeitet, ist schon lange bekannt. So lange, dass man das in der Zwischenzeit vielleicht wieder vergessen hat. Nun gab es aber die offizielle Enthüllung mit einem richtigen Trailer. Der war auch durchaus hübsch anzusehen, geizte aber mit Infos. Ein bisschen was haben wir aber trotzdem für euch. Avatar Frontiers of Pandora bietet natürlich eine offene Welt, denn sonst wäre es ja kein Ubisoft-Spiel. Interessanter ist, dass es sich um ein First-Person-Action-Adventure handeln soll, das, losgelöst vom Filmuniversum, eine eigene Geschichte erzählt. Aber ganz ehrlich, haut Avatar heute noch vom Hocker? Ja, das war schon ganz nett. Ja, aber es ist halt Avatar. Ja. Sag mal, wie sieht's denn da endlich mal mit dem neuen Splinter Cell aus? Oder zumindest dieses Battlecat-Dings da? Bitte, Splinter Cell, je ne sais pas. Das haben wir leider nicht. Aber Achtung! Wir haben hier Poster von den Spielen. Oder auch diese T-Shirts. Die haben sie gern, ja, T-Shirt haben sie gern. Klar, die nehme ich gerne und die trage ich gerne. Cool. Seid ihr aufgeregt? Ich habe was richtig Geiles für euch heute. Spiele? Es ist bitte Spiele sein. Even better, einen Film. Oh. We're shooting. This is a live soundstage. And I thought, since I'm here, wouldn't it be cool if I walk you around a little bit and show you some of the cool stuff that we're doing? The pitch you gave me was, hey, that was cool. We figured it out with comic books. We think that video games are the next frontier of this, and we think Borderlands is the perfect video game. And you were really flattering. I'm standing outside Kevin Hart's trailer door. I'm just gonna, you guys wanna meet him? I think he wants to meet you guys. All right, so awesome. Hey, guys, what are you doing? Hey, wo wollt ihr hin? Hey, ich weiß es nicht alles, aber wir haben noch mehr. Wir haben Energy Drinks. Energy Drinks. Huh? Mm. Mm. Woohoo! Between and full! Yeah, take it all! Ah! Let's make it a trilogy! Spielemäßig war das ja schon ehrdürftig. Ja, hoffentlich geht's bei Enix jetzt mal besser hier. Mann, aus dem Weg! Anstatt uns bis zum Ende zappeln zu lassen, enthüllte Square Enix direkt am Anfang das neue Projekt des Shadow of the Tomb Raider Teams, Marvel's Guardians of the Galaxy. Und auch wenn es gewisse Ähnlichkeiten zu Marvel's Avengers gibt, handelt es sich hierbei um ein Third-Person-Singleplayer-Action-Adventure. Die ersten Spielszenen machten einen durchaus vielversprechenden Eindruck. Ihr spielt Star-Lord und seid der Chef der frisch geformten Guardians of the Galaxy. Die restlichen Heroes for Hire sind sich aber alles andere als grün, weswegen es immer wieder zu Zankereien im Team kommt. Team's in trouble. Then you can't be bothered to make no sacrifice. I will sacrifice your head and take us to the majestic mountains of Kakarantara. Guys,
Das orientiert sich eher an die Comic-Vorlage, bietet aber eine eigene Geschichte. Dazu noch eine ordentliche Ladung 80er-Jahre-Mucke in den actiongeladenen Kämpfen und die Grundpfeiler stehen. Ob Marvel's Guardians of the Galaxy aber für größere Begeisterungsstürme sorgen kann als die Avengers im vergangenen Jahr, wird sich ab dem 26. Oktober zeigen. Dann erscheint das Action-Adventure nämlich schon. Ja, das war doch ganz nett. Ja, sieht cool aus. Entschuldigung, wir sind doch noch gar nicht fertig. Was, echt? Ja, da kommt auch noch was zu Final Fantasy. Bestimmt was Neues zu Final Fantasy 16. Ja. Nope, leider nichts zu Final Fantasy 16. Stattdessen sowas wie die dürftig aussehenden Pixel Remaster von Final Fantasy 1 bis 6 und das komische Smartphone Final Fantasy 7 Battle Royale, was niemanden hinterm Ofen hervorholte. Und wenn wir ehrlich sind, das frisch enthüllte Spin-off Stranger of Paradise Final Fantasy Origin hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Was für einen Ersteindruck sollte uns denn dieser Trailer vermitteln? Dass der spottbillige Devil May Cry Heldenverschnitt mächtig schlechte Laune hat und unbedingt Chaos vernichten will? Was anscheinend eine so krasse Info ist, dass man Chaos in dem 154 Sekunden langen Trailer ganze 8-mal erwähnen muss. Looks like Chaos has been waiting for us. I'm here to kill Chaos. I want to kill Chaos. You sure Chaos is here? This is the shrine of Chaos. Chaos. We're here to kill Chaos. I become Chaos. Ja, wir checken's. Chaos ist Garland, der Bösewicht aus dem ersten Teil. Yeses, ey. Lol. Oberlol. Halt, halt! Stopp! Wir sind noch nicht fertig. Stimmt ja, Square Enix ist mehr als nur Final Fantasy und Marvel's Guardians of the Galaxy. Da ist ja noch Marvel's Avengers. Die Spielszenen zur Black Panther-Erweiterung War for Wakanda waren nett und die paar Leute, die das Spiel noch spielen, werden sich sicherlich gefreut haben. Bei Life is Strange True Colors konzentrierte man sich auf Protagonistin Alex und ihre psychische Superkraft. Empathie. Abonniert Game 2. Ein Trailer, der perfekt symbolisiert, was die Coming-of-Age-Adventure-Reihe auszeichnet. Obendrauf präsentierte sich auch das Life is Strange Remaster der Öffentlichkeit. Und sagen wir es mal so, für ein Remaster zeigt sich die Grafik nur dezent aufpoliert. Aber deswegen spielt man diese Abenteuer ja nicht. Aber warum braucht man dann überhaupt ein Remaster? Egal, der September wird für Life is Strange Fans auf jeden Fall spannend. Platinum Games gewährte außerdem neue Einblicke in Babylon's Fall. Aber weder bei dem Grafikstil noch der Tatsache, dass es ein Live-Service-Game werden soll, scheint man sich einen großen Gefallen getan zu haben. So, das war's. Ihr könnt jetzt gehen. Hast du nicht was vergessen? Ja, wo bleiben unsere Goodies? Ja gut, dann habt ihr hier noch ein Pogo-Puschel und natürlich ein Choco. Ja, geht doch. So, komm. Auf. Junger Mann. Tschüss. Tschüss. Mann. Nein, kein Wort. Du sagst jetzt nichts. Du zeigst uns jetzt einfach die Spiele. Und wehe, du zeigst uns nicht was richtig Fettes. Etwas, was der E3 würdig ist. Wenn eine Präsentation damit startet, dass man stolz verkündet, dass Resident Evil 8 seit einem Monat im Handel erhältlich ist, ist das kein gutes Zeichen. Es folgte eine Erinnerung, dass demnächst der Multiplayer-Modus RE-Verse erscheint. Und dann die Nachricht, dass Capcom sich aufgrund der hohen Nachfrage dazu entschieden hat, doch einen DLC zum neuesten Survival-Horror-Teil zu produzieren. Und nein, mehr als die lumpige Ankündigungstafel hier gab es dazu nicht zu sehen. Dafür aber den fünften, ja, den fünften Story-Trailer zu Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Gut, dass das Rollenspiel schon Anfang Juli erscheint. Sonst gäbe es bestimmt noch 100 weitere Trailer. Ansonsten gab es nur ein paar Mini-Updates in Sachen Monster Hunter. Was richtig Fettes, Frisches, war aber nicht dabei. Diese Ausgangslage machte es The Great Ace Attorney Chronicles natürlich schwer. Die Compilation mag interessant aussehen, aber in Japan erschienen die beiden Knobelspiele bereits vor einigen Jahren. Und so dümpelte der Capcom-Livestream trostlos vor sich hin und endete mit einem Update zu Street Fighter V's E-Sports-Szene. Nicht mal einen dezenten Teaser zu einem möglichen sechsten Teil oder irgendwie sowas. Nein, es gab einfach einen Überblick über Capcoms E-Sports-Aktivitäten. Dino Crisis, Dragon's Dogma, Lost Planet, Breath of Fire, Onimusha, Devil May Cry, von mir aus auch noch eine neue Mega Man Collection. Ist mir egal, aber wieso kündigt ihr nichts an? Wieso will denn hier niemand mehr was ankündigen? Ihr könnt mir noch so viele Goodies geben, wie ihr wollt.
schönen Dank dafür. Aber ich habe jetzt die Schnauze voll. Kuro, wir gehen. No. Kuro! Ja. Nee, also Kuro, mir reicht's jetzt. Ich fahre jetzt erstmal schön nach Santa Monica auf der 3rd Street und leg mir dann schön Bubble Tea auf den Zahn. Ja, okay, so. Dann mache ich Bandai Namco. Ja, ja, mach halt. Oh, mein Smartphone vibriert. Bandai Namco. House of Ashes? Oh, ist ja nur oller Kram. Hey, Colin! Colin, warte auf mich! Ich komme! Basti, bist du dir echt sicher, dass es hier zum Indie-Event lang geht? Berti, du Dummkopf. Bin ich der erfahrene Redakteur oder nicht? Ja, schon. Siehst du. Also komm. Einmal fähiges Personal. Einmal! Was habe ich gesagt? Hello, you must be Basti and Birdie. Come on in, let me show you our great indie games. Oh, was für ein Trip ist das denn? Apropos Trip. Sable ist auch ein Trip. Und zwar durch eine wunderschön pastellige Wüstenwelt. Das Ding steht bei vielen Indie-Liebhabern schon lange auf der Liste. Auch mich hat der Look damals auf der E3 2018 sofort fasziniert. Der erinnert nämlich an die Zeichnungen des französischen Comiczeichners Möbius. Aber selbst wenn man den nicht kennt, stylisch ist Sable allemal. Aber wie sich das Ganze spielt und was man da eigentlich genau machen muss, war niemandem so wirklich klar. Jetzt gab es aber endlich eine Gameplay-Demo, die schon krasse Vibes von Breath of the Wild versprüht. Als namensgebende Heldin Sable können wir über die Wüste gleiten, Felsen erklimmen und ferne Dörfer mit einem Hoverbike bereisen. Gekämpft wird in Sable aber nicht. Die Erkundung der Spielwelt und das Absolvieren von Rätseln sollen im Vordergrund stehen. Ich liebe Journey und ich liebe die Zelda-Reihe. Wie soll man da also bitte widerstehen können? Okay, eine Sache vorweg. Eine Schwäche für die Max Payne-Reihe hatte ich schon immer. Kein Wunder also, dass mich El Paso Elsewhere mit seinem PlayStation 1 Polygon-Style sofort gecatcht hat. Denn die Ähnlichkeiten sind schon heftig. Zeitlupengeballer, Hechtsprünge und eine Menge fieser Kreaturen, die uns an den Kragen wollen. Als Schauplatz für die stylischen Schusswechsel dient ein abgewracktes und von Dämonen heimgesuchtes Motel. Auch wenn man über die Story noch nicht viel weiß und der Trailer phasenweise etwas kryptisch ist, der Neo-Noir-Stil und die stylischen Sprung- und Schießeinlagen gefallen mir. Und wer hat bitte nicht Bock auf einen Max Payne-Shooter mit Anleihen von Konstantin und Doom? Eines meiner Highlights letztes Jahr war Sucker Punch's Ghost of Tsushima. Gut, dass Track to Yomi genau in diese Kerbe schlägt. Die Entwicklerinnen und Entwickler von Flying Wild Hog bleiben nach Shadow Warrior dem Samurai-Genre weiter treu. Nur gibt es jetzt die volle Ladung von Filmgroßmeister Akira Kurosawa. Ein stylischer Schwarz-Weiß-Filter, dazu eine gehörige Portion Filmkorn und stilvolle Kämpfe mit dem Katana. Bewegt wird sich hier durch eine 2,5D-Welt, durch die euch ganz Samurai-Geschichten typisch eine Rachegeschichte treibt. Wenn Track to Yomi es schafft, ein forderndes und zugängliches Kampfsystem in diese Perspektive zu verfrachten, dann könnte uns ein potenzieller Indie-Hit erwarten. Aber darauf müssen wir uns noch etwas gedulden. 2022 soll der Samurai-Spaß erst losgehen. Schwarz-Weiß ist auch in Death's Door angesagt. Naja gut, nicht die ganze Zeit. Aber wenn ihr schon immer wissen wolltet, was passiert, wenn man Dark Souls mit Vögeln kombiniert, tja, das ist es. Das Kampfsystem sieht dem von Hades ähnlich und auch der ein oder andere Zelda-Einschlag ist zu erkennen. Fette Bossfights gab es im neuen Trailer auch zu sehen. Ich bin auch ganz froh, dass man hier nicht Roguelike-typisch immer von vorn anfangen muss, sondern dass Death's Door ein klassisches Abenteuer erzählt, wo man bei einem Game Over nicht sämtlichen Fortschritt verliert. Jetzt muss nur noch die Story überzeugen. Im Grunde geht es um eine Krähe, die die Seelen der Toten erntet. Auch wenn ich nicht die erzählerische Tiefe eines Hollow Knight erwarte, eine lebhafte Spielwelt und Figuren, die eine interessante Geschichte erzählen, wären trotzdem nice. Lange müssen wir aber auch nicht mehr warten, um das Ganze selber zocken zu können, denn Death's Door soll schon am 20. Juli erscheinen. Aber kommt schon, Indie-Games so ganz ohne Roguelikes geht ja auch nicht. Permadeath und prozedural generierte Levels, das muss drin sein. In einem Rogue, wenn nur eins davon nicht drin ist, riecht das nach Genre Betrug. Deshalb kommt uns jetzt auch Fire Girl Hack and Splash Rescue zur Rettung. Das kreuzt den allgegenwärtigen Kindheitstraum vom Dasein als Feuerwehrmann oder Frau mit typischem Rogue-Gameplay. In prozedural generierten Levels gilt es als Fire Girl Feuer einzudämmen und Überlebende zu retten. Mich hat vor allem der Stil gekriegt.
Eine dezente Mischung aus traditionellen 2D-Modellen und modernem Level-Design. Und die Feuereffekte sehen auch ganz schön schick aus. Nach den Einsätzen gilt es dann, die Feuerwache zu verbessern. Neue Feuerwehrleute müssen eingestellt und die Wache aufgewertet werden. Wenn man also wie ich Bock auf ein arcadiges Feuerwehrspiel hat, dann sollte man Fire Girl im Auge behalten. Boah, die E3 ist doch gar nicht so scheiße. Gibt richtig geile Indie-Games. Siehste, sag ich ja, kleiner Berti. Aber aufpassen, nicht zu sehr beeinflussen lassen. Ja, alles klar. Wir sind ja schließlich noch professionelle Journalisten. Noch ein Getränk? Ja, sehr gern. Noch eine Massage? Auch sehr gerne, ja. Wo war ich? Ach ja, Professionalität. Also ganz nüchtern betrachtet hat mich der Look von Miniaturskater Olli Olli World ja etwas abgeschreckt. Ja, die Adventure Time-Anleihen sind ganz charmant, aber davor war die Serie eben auch immer für seinen ungenierten, hippen Style bekannt. Zu feinsten EDM-Beats wurden Grinds, Flips und Wheelies geballert und Highscores geknackt. Und ja, ich habe keine Ahnung, was das eigentlich heißt. Ist aber auch egal, in jedem Fall haben sich die Vorgänger schon fast angeberisch im Skater-Style gesuhlt und wahnsinnig Spaß gemacht. Olli Olli World wirkt da auf den ersten Blick irgendwie schon fast niedlich. Aber mit meinem Vorurteil konnte ein neuer Trailer aufräumen. Also ja, es ist knuffig. Hat dabei aber einen ganz eigenen Stil gefunden. Und obendrauf bessert es an den Stellen aus, an denen es den Vorgängern immer etwas gefehlt hat. Der Langzeitmotivation. Denn hier soll nicht mehr nur der Highscore der Nabel der Skatewelt sein, sondern auch eine Story. Ob uns die neben den krassesten Trickketten wirklich interessiert, muss sich zwar noch zeigen, zumindest aber bietet uns die Kampagne einen roten Faden, an dem wir entlang grinden können. Hinzu kommt die neue 2,5D-Perspektive, die uns spielerisch noch mehr Möglichkeiten eröffnet. Und nach allem, was bis jetzt zu hören war, wird auch der Soundtrack wieder Killer. Ich bin sold. Ich habe schon früher von Songs of Conquest geschwärmt und schwärme noch immer. Dafür gibt es aber auch einen guten Grund. Nicht nur gab es einen neuen Trailer dazu, sondern mit Anfang 2022 auch einen vagen Release-Termin. Noch immer sind die Ähnlichkeiten zum guten alten Heroes of Might and Magic riesig. Aber das ist vollkommen cool mit mir, weil dieser minimalistische Städtebau-Rollenspiel-Rundenstrategie-Mischmasch noch längst nicht abgenutzt ist. Noch dazu, wenn er so schick eingefangen wird wie hier. Ja, pixelige 2D-Modelle auf 3D-Karten sind mittlerweile so das neue Indie-Ding, aber wer das hier nicht irgendwie hübsch findet, hat kein Herz. Oder keine Augen. Oder braucht eine Brille? Ah, ihr wisst schon, was ich meine. Wird geil. Und wenn wir gerade schon bei einem pixeligen 2D-3D-Mix sind, machen wir doch gleich mit dem nächsten weiter. Mechajammer ist dabei weit weniger ästhetisch, als vielmehr dreckig und trostlos. Weil es aber auch ein Cyberpunk-Rollenspiel mit dezenter Horrornote bebildern will, passt das nur zu gut. Damit erinnert Mechajammer nicht zuletzt an Klassiker wie Shadowrun oder Pre-Bethesda Fallouts. Dabei will es eine offene Spielwelt mit vielen Entscheidungsmöglichkeiten bieten, euch einen eigenen Squad zusammenstellen und gegen verbrecherische Syndikate ins Feld ziehen lassen. Die Kämpfe sind simultan rundenbasiert, was das klassische Zug um Zug in Sachen strategischer Planung zwar einfangen, gleichzeitig aber auch etwas entstauben und actionreicher machen soll. Ja, ab sofort habe ich Mechajammer auf dem Wunschzettel. Ey, manchmal braucht's für Vorfreude nicht viel mehr als eine Ankündigung. Mit dem ersten kurzen Trailer zu Far Changing Tides hat sich das Ding direkt in mein Herz geschippert. Das folgt auf Far Lone Sails und punktet genauso sehr mit malerischem Ambiente und rührender Atmosphäre. Statt einem Wüstenschiff buxieren wir jetzt aber ein tatsächliches Schiff durch fantastische Gewässer. Spielerisch wird's wohl ähnlich wie beim Vorgänger. Über kleine Aufgaben haltet ihr euer Gefährt in Gang und erlebt dabei eine wortlose, aber trotzdem emotionale Geschichte. Allzu viel mehr kann man aus dem kurzen Ankündigungsfilmchen nicht bringen. Dafür ist das, was zu sehen ist, aber umso schicker. Die Prämisse von Serial Cleaners ist simpel wie genial. Als Unterweltkomplize ist es unser Job, Tatorte von ungewolltem Beweismaterial zu befreien. Dafür müssen wir uns an Polizei und Spurensicherung vorbeischleichen und Leichen und Mordwaffen verschwinden lassen, ehe unangenehme Fragen gestellt werden können. Das Stealth-Spiel ist auf hohes Tempo und nervenzerrende Situationen ausgelegt, die uns den Schweiß auf die Stirn treiben sollen. Vorgänger Serial Cleaner hatte noch ein bisschen mit Trial-and-Error-Frust und biederer Präsentation zu kämpfen. Serial Cleaners, das S ist wichtig, wirkt dagegen jetzt schon deutlich hübscher. Hoffen wir, dass es sich auch genauso spielt. Vielversprechend sieht's auf jeden Fall aus. Siehst du, Berti, so geht professioneller Journalismus. Nicht gleich mitreißen lassen, sondern auch mal Zweifel thematisieren. Indie Games. Dummer kleiner Berti, du hast noch so viel zu lernen. Die Journeymacher haben ein Spiel für die Switch? Geil! Einfach nur geil! Ja! Ich liebe die E3! Und ich liebe Indie-Spiele! Aber Moment mal, Leute, wir können doch nicht die ganze Zeit Party machen. What? Berti, Mann, halt die Fresse!
Woo! Oh yeah! Woo! Yeah! Jetzt hat sich wirklich den Fuß gebrochen. Au, jetzt ist er wirklich gebrochen. Aber der Arzt hat gesagt, es würde mir wahrscheinlich helfen, wenn ihr den Abo-Button drückt oder dieses Video hier anguckt von Mr. Wissen2Go. Der hat sich mit 5 Kriminalfällen beschäftigt, die Geschichte geschrieben haben. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.